Wir sind im 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Soweit der Bibeltext. 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 13 bis 17. Normalerweise, wenn dieser Text in der Predigt verwendet wird, wird richtigerweise natürlich, geht es um Verfolgung der Christen. Ich möchte aber daraus wieder bewusst das Leiden Christi machen. Das heißt, was leidet Christus heute noch? Paulus erwähnt es ja auch einmal in der Schrift, das, was an den Leiden Christi noch aussteht, das versuche ich an mir zu vollenden. Eine schwierige Bibelstelle ist schon völlig klar. Aber ich möchte mal versuchen, in diese Richtung zu gehen. Das hat auch was mit der Verfolgung zu tun. Und wir werden gleich noch für Indien beten und Verfolgung. Aber der Brief ist an die Gemeinde gerichtet. Und ich glaube, dass kein Text in der Bibel weggenommen werden sollte und zu einem Thema werden sollte, ohne das, was Christus am Kreuz verbracht hat. Ich glaube, das ist einfach immer eine Verbiegung der Schrift. Deswegen will ich da zurückkommen. Natürlich geht es auch um Verfolgung. Denn wir wissen, dass Paulus, als er die Christen verfolgt hat, Jesus ihm antwortet, du verfolgst mich. Also es gehört zusammen. Aber ich finde, in der Predigt wird sehr oft immer nur die Verfolgung der Christen. Aber es geht auch um das Leiden Christi. Das heißt, es geht um das Himmelreich. Es geht um, so viele Menschen laufen draußen herum und kennen Christus nicht. Und die Frage ist, warum eigentlich? Und ich glaube, in diesem Bibeltext geht es auch darum, dass Petrus uns darauf hinweisen möchte, wo wir darauf achten sollen, was man an uns, in uns sehen darf, sehen sollte und mit welchem Ziel man es sehen sollte. Und zwar nicht nur mit dem Ziel, damit andere es sehen, sondern mit einem Ziel für dich ganz persönlich. Gott hat mit dir ein ganz persönliches Ziel. Und oftmals vergessen wir das, wenn wir gerade hier im Werk Rehlingen sehr viele Aufgaben haben, vergessen wir das Ziel, das Gott mit uns hat, mit der Gemeinde. Ja, mit der Gemeinde. Mit dem Einzelnen in der Gemeinde hat Gott ein Ziel. Und ich glaube, wir vergessen das sehr schnell, wenn wir zum Beispiel Mission nur noch als Mittelpunkt nehmen. Der Mittelpunkt. Merkt ihr das? Der verschiebt sich immer, sobald das Kreuz nicht mehr Mittelpunkt ist, das vollbrachte Werk von Christus. Wenn das nicht Mittelpunkt ist, gehen wir auf Mission, gehen wir auf, ich muss wiedergeboren werden, gehen wir auf, wir werden verfolgt oder lass uns, es gibt viele Themen. Ich glaube, es geht immer um dieses Thema, dass das vollbrachte Werk Christi zu höchsten Ehren kommt. Ich möchte zwei Verse hier rausgreifen, und zwar den Vers 15, weil ich glaube, der ist einfach schwierig. Da steht nämlich, heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Den finde ich total schwierig. Und den Vers 14, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Diese beiden Verse möchte ich herausnehmen. Es geht um das Leiden als Gerechte. Das ist schwer für uns. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Meine Vermutung ist, dass es hier nicht um eine gute Sache geht. Klar, Petrus schreibt in 3,13, Eiferer des Guten zu sein. Aber ich will weitergehen zu Matthäus 5, Vers 10. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Es geht nicht um das Sagen, dass ich Christ bin, sondern darum, dass die Gerechtigkeit Christi meine Gerechtigkeit ist. Christi Blut und Gerechtigkeit
Das sei mein Schmuck und Ehrenkleid. Nicht, dass ich die Plakette habe, ich bin Christ. Das ist kein Schmuck. Das ist maximal eine Verkündigung oder ein Bekenntnis. Mein Schmuck ist nicht mein Bekenntnis, sondern seins zu mir. Sondern haltet den Herrn Christus in euren Herzen heilig, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Nicht die Hoffnung, die du gut auswendig aus deiner Bibel kannst. Ich rede natürlich immer über mich und über meine 30 Jahre Christsein, über mein schändliches Verhalten, allen Leuten Christus anzupreisen, ohne ihn selber zu leben. Und wir waren auf der Straße, wir haben richtig rumgeblökt, von Jesus erzählt. Und es ist nichts Falsches daran, von Jesus zu erzählen. Aber wenn ich was von jemandem erzähle und es ist inwendig in mir nicht weiterhin gepflegt, dann ist es eine Mogelpackung mit dem Mund. Ja, heiligt den Christus in euren Herzen. Ja, was soll das bedeuten? Also für mich könnte das Folgendes bedeuten, aus der Beziehung von Christus in mir, also in meinem Herzen, die Beziehung des Christus in meinem Herzen zu mir. Also nicht irgendwo oder bei irgendetwas, sondern aus der Beziehung von Christus in mir heraus lebe ich Christus und sterben ist dann wirklich Gewinn. Ansonsten, ich meine, diesen Spruch kennen ja alle von Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich meine, wenn ich Zahnschmerzen habe oder ein bisschen Streit zu Hause oder mit meinem Geld nicht klarkomme, dann ist mir der Spruch wirklich völlig egal. Ja. Aber Christus in mir, wenn diese Beziehung gepflegt wird, heiligt den Christus in euch, aus dem Christus in mir, an mir getrieben wird, dann ist jedes Wort der Schrift auf einmal die Antwort meines Herrn in mir. Es ist so, wie es da steht. Es ist ehrlich. Und dann wird die Schrift für mich zu Gottes Wort auch. Ansonsten ist die Schrift ein sehr lehrreiches Buch. Daran werden Kinder Gottes erkannt und angesprochen auf ihre Hoffnung hin. In dem Reich Gottes jetzt schon ihr Erbe von Christus her zu haben. Ein Satz noch zum Abschluss. Glaube ich. Niemand läuft rum und zeigt seine weiße Weste, sondern macht sich schmutzig, um andere aus dem Morast zu reißen, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Gott gab Christus für alle Menschen, liebt alle Menschen. Ich denke, das sind Leiden Christi. Das ist entstanden aus dem Herrn Christus in unserem Herzen. So entsteht es. Da werden wir nicht mehr elitär oder was Besseres sein. Da leiden wir für Christus, weil er sucht noch ständig nach denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind, die wirklich sich bemühen darum, Christus in sich zu pflegen. Denn ich weiß nicht, ob es euch klar ist, Christus in uns ist nicht das Ziel. Es ist der Anfang. Das Ziel ist, in Christus, in Einigkeit mit diesem Gott zu sein. Und dass alle anderen um uns herum sagen, die Söhne Gottes sind offenbar. Wir haben Sehnsucht danach. Wir haben Sehnsucht danach. Hey, sag mir das Evangelium, so wie eine Offenbarung. Da laufen sie dann dem letzten Prediger hinterher, ungefähr so. Sag uns das Evangelium, sag uns das Evangelium. Die Leute müssen nach uns schreien. Ja, um es überspitzt zu sagen. Wir müssen nicht auf den Marktplatz gehen, sondern die vom Marktplatz müssen merken, hier drin ist Heiligkeit, wir wollen dahin. Nichts dagegen, dass wir zum Marktplatz gehen, ist klar. Ne? Ihr wisst, was ich meine, nur um es ein bisschen zu rahmen. Und so hat er es mit uns getan. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Aus der Beziehung von Christus in mir leben. Christus, der Gerechte, für uns Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. So hat er es für uns getan. Und so wollen es und sollen es die Menschen draußen an uns sehen, dass wir zu Gott geführt wurden und alle, die da Sehnsucht nach haben, sich an uns wenden, weil sie sich letztlich damit nämlich an diesen Christus wenden. Amen.